okay. Das war easy. Aber hier brauchen wir auch wieder. Seltsame Zombies, die ich einfach nur scheiß Shit finde. War's das? Oh, jämmerlich, okay. Nehmen wir uns ein bisschen davon. Ja, ihr seht, das ist doch hier. Wir kommen jetzt so locker durch. Speichern wir mal. Weil ich glaube, da kommt sowieso ein Zwischenspeicher. Fürs Erste. Hier haben wir wieder Lyrium. Ladet uns schön auf. Erstmal warten. Nein. Hier hasse. Jetzt wird gespeichert. Das heißt, wir kommen jemanden sehr nah. Nah, nah, nah. Okay. Ja, ja. Muss. Ihr darf nicht weg. Sonst hören sie uns. Sie. Nein! Sie sind fort, ihr...
Habt es geschafft? Ja. Ihr habt sie getötet. Nicht alle. Aber nicht alle. Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Tür. Ich gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. So, jetzt haben wir nochmal einen bekommen. Den Geist. Der ist zwar nicht der schnellste, aber egal. Ja, wenn ich mal nichts sage, tut es mir super sorry leid, aber ich bin hier wirklich ganz schön arg beschäftigt. Und wie es aussieht, komme ich hier nicht weiter. Na gut, dann werden wir mal dieses nehmen. Willenskraft erstmal erhöht. Gehen wir mal zurück und machen den ersten fertig. Der Nile festhält. Das heißt, wir gehen hier rein. Ah gut, die müssen wir vernichten. Das mal mit. Gut. Jetzt gehen wir mal zurück. Wir können jetzt mit Nile reden. Was habt ihr getan? Ich habe etwas gespürt, als würde sich der Boden verändern. Abgesehen davon, dass es vermutlich nicht der Boden war. Also, ich habe einen der Dämonen auf den Inseln getötet. Wirklich? Ihr habt es geschafft, zu ihm zu gelangen? Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Der Tod dieses Dämons muss etwas geöffnet haben. Vielleicht fügt sich jetzt alles zusammen. Auf jeden Fall. Ach, Mensch. Was wisst ihr über Litanei und von Andrella? Nicht viel. Sie hindert Blutmagier daran, euren Geist zu übernehmen. Ich weiß nicht mal, wer oder was Andrella ist. Ihr müsst jemanden fragen, der sich besser auskennt. Na gut. Ich sollte diesen Ort weiter erkunden. Es soll nicht so enden. Spürt ihr es? Es wird so kalt. Auf jeden Fall wird es kalt. Weil ich habe Heizpflicht an. Gut. Hier haben wir schon mal ein Siegel gebrochen. Der kommt noch. Traum des Templers. Magierbrecher. Ich glaube, das ist dann mein nächstes Ziel. Hier hin zu fliegen oder zu fahren oder zu teleportieren. Egal. Hui. Auf jeden Fall schaffen wir das. Ich sehe gerade, wie spät es ist. Gut, wird gespeichert. Jetzt heißt es, ich nehme jetzt wieder eine Gestalt an. Okay. Moment mal, war ich hier nicht schon?
Hier haben wir auch noch was im Bücherregal. Kodex, Geschichte des Zirkels. Naja, okay, lesen werden wir es ja sowieso nicht. Weil ich habe ja mal gesagt, wenn wir das alles hier lesen und... Wir was, können niemandem... Okay. Wenn wir das alles hier lesen, dann wird es viel zu lange dauern. Die Lösung ist so einfach. Und zwar jeden. Ganz wunderbar. Ja, komm. So, hier nochmal. Müssen wir wohl mal andere nehmen. Zuerst den. Ja. Ja, ich frage mich eigentlich viel mehr, was habt ihr so Weihnachten gemacht? Also, ich meine, einer hier, Dingenskirchen, hab so gesehen gar nicht viel gemacht. Also, ich war wenn schon bei meiner Familie oder hab mit meiner Familie gefeiert. Wir haben eigentlich viele geredet. Zu Weihnachten habe ich heute bekommen. Und zwar eine Reisetasche und zwei wunderschöne bemalte oder bemalt glaube ich war das. Wunderschöne Gläser mit zwei tollen Motiven. Einmal von Assassin's Creed und dann von meinem Lieblingscharakter aus Marvel, das wäre Deadpool. Lasst uns ein Spiel spielen. Wer Schmerzen verursacht, gewinnt. Okay, das war nicht gut. Sonst habe ich nichts weiteres bekommen. Geschenkt. Aber das neue Jahr stimmt ja auch ganz toll. Ja, hier ist verschlossen. Schade.
oder war schon ganz toll. Hab mit meiner Familie gefeiert und ja, war schick. War schick, schick. So. Hey! Ah, hier haben wir den nächsten. Ja, komm! Ach, verdammt! Bitte! Helft mir, bitte! Ich hab dir doch geholfen. Hallo? Helft mir, bitte! Okay, jetzt ist da irgendwie ein Leck drin oder so, sieht sie das? Helft mir! Danke! Es ist Zeit, dass dieser Traum endlich ein Ende nimmt. Ich gebe euch meine Stärke. Gegen den Dämon, der hier herrscht, wird sie euch nur wenig nützen. Aber vielleicht kann sie euch in anderen Reichen helfen. Findet eine Möglichkeit, alle Dämonenfürsten zu vernichten, um den Weg zum Dämon der Trägheit zu öffnen. Befreit uns alle aus diesem Albtraum. Okay. Das heißt, wir können jetzt uns in einen Golem verwandeln. Stark. Jetzt kommen wir endlich an Orte rein, wo es denn schwierig war. Wir haben sogar mehr Power. So, den noch. Ja, komm, den noch. Oh Mann. Geht doch. Meine Güte, wo war denn das Problem, als ich da hing? Oh. Keine Ahnung, was da los war. Ich hing einfach. So, können wir nicht öffnen, aber egal, ich habe einen Schlüssel. So, ja, ich habe mich des Öfteren verklickt, verdrückt oder vertan. Ah. Was soll das denn? Willst du mich mit... Willst du die Akupunktur machen oder was ist los? Ey, komm. Ich sag schon nichts mehr.
sich aber lustig an. Ich habe einen Stein hinter. Ja, ich glaube, wir werden noch diese kleine Episode machen. Au! Ist wohl nichts mit Ausweichen. Schlüssel und Peter, öffne dich! Ja, komm. Verschwinde! Und gute Nacht. So, den ersten haben wir schon mal gekillt. Ja, das war der. Und wir gucken mal nach, ob wir irgendwo noch Karte. Nee, sieht übel aus. Karte kann ich nicht oft. Codex aktualisiert, mal gucken. Ja, wir haben jetzt. Ach, das Schande. Das sind ja viele Quests. Aktivieren. So, das hätten wir schon mal. Zwar sind da noch mehr Räume, aber die können wir auf jeden Fall jetzt nicht besuchen. So, jetzt sind da zwei weitere offen. Also können wir diesen Raum jetzt mal besuchen. Ach, irgendwie schaffe ich das nicht, noch ein Ende des Ende der Aufnahme zu machen. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass dieses Spiel mir viel zu viel Spaß bereitet. Um einfach nur abzubrechen und sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Ich hab euch gar nicht gern. Also lasst mich alle mal ziehen. Okay, da lang gehen wir nicht. Das ist schon klar. Okay, hier brauchen wir einmal einen Schlüssel. Also knacken wir mal das Tor. Oder dieses Tor hier. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, es wird wieder gespeichert. Das ist gut. Ja, kannst du mal. Okay, jetzt mal alle. Da, ach, hier ist noch einer. Ist nicht wahr. Gut, dann habe ich den passenden. Jo, das war's.
Stärke aufstuft. Das ist auch gut. Kodex ist aktualisiert, das heißt, wir können jetzt weiter. So. Aber ein Albtraum. Gehen wir mal da rein. Mal gucken, wen wir da sehen oder treffen oder... Ja, ich hoffe, das ist einer von unseren Freunden. Mal sehen, wer das ist. Ach du meine Güte, okay. Können wir hier erstmal raus. Möge der Erbauer mir vergeben. Ich habe sie alle enttäuscht. Sie sind gestorben und ich habe es nicht verhindert. Was ist das alles? Der Tod. Seht ihr ihn denn nicht? Er umgibt uns von allen Seiten. Ich sehe ihn, aber ich glaube es nicht. Ihr seid im Nichts. Das ist ein Traum. Reißt euch zusammen, sonst wird es für uns alle umso schlimmer. Nein, also auf jeden Fall, ihr seid im Nichts. Das ist nur ein Traum. Warum wurde ich verschont, wenn ich Ihnen nicht helfen kann? Welchen Sinn hat mein Leben noch, wenn ich meine Aufgabe nicht erfüllen konnte? Überlasst mich meinem Schmerz. Ich werde ihre Knochen begraben, ihre Asche in alle vier Winde verstreuen und ihr Hinscheiden bis zu meinem eigenen Tod beweinen. Okay. Ihr müsst diese Gefühle bekämpfen, was es auch immer sein mag. Eure unverhohlene Geringschätzung der Seelen der Toten empfinde ich als gänzlich unangebracht. Wynn, so leicht zusammenzubrechen, sieht euch gar nicht ähnlich. Ihr kennt mich nicht. Ihr habt kein Recht, solche Urteile zu fällen. Ich bin das Einzige, das hier real ist. Vergesst da alles, das alle. Ich weiß nicht, wozu es gut sein soll, aber ich werde es tun, wenn ihr dann zufrieden seid. Ja. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren. Als wäre da etwas, das mich davon abhält. Ich hatte noch nie so große Schwierigkeiten. Wenn ich von hier wegkäme, könnte ich vielleicht klarer denken. Ja, dann würdet ihr euch ein wenig besser fühlen. Verlasst uns nicht, wir wollen nicht alleine sein. Heiliger Erbauer, bleibt weg von mir, unreine Kreatur. Ich sagte doch, es war nicht real. Bleib, Wynn, schlaf tief und fest in der warmen Umarmung des Erdreichs.